Ich weiß nicht, wieso ich euch so hasse. Backgammon spiele dieser Stadt. Ich bin alleine und ich weiß es. Und ich find es sogar cool. Und hier der Monster. Okay, doch. Weiß. Weil wir oben rechts, also da, diese Gruppe getötet hat, weil die hat kein einziges Auge. Und man braucht zwei Augen, um zu leben. Zyklopen sterben bei uns. Wir sind da relativ brutal. Ja, ich weiß nicht, was ich sonst noch dazu sagen soll. Stimmst du dem zu? Ja. Zu stören sozusagen. Er verarbeitet gerade den Tod und muss da erstmal allein sein. Ein paar letzte Worte. Oh, nein, keine. Abschiedsworte? An die Eltern, an die Freunde? Nee. Okay, dann grüße ich meine Mutti. Ich muss seine Mutti grüßen. Okay, dann grüße ich seine Mutti. Wie euch zu sagen? Ich würde sagen, weiß. Weiß gewinnt? Du bist weiß? Ja. Bist du der gleichen Meinung? Ja. Wie seid ihr zum Go-Spielen gekommen? Wie waren das? Konnichiwa durchs Manga und Anime. Gute Frage. Das ist schon so lange her, kann ich jetzt nicht mehr beantworten. 9 Monate, aber das ist für mich trotzdem eine lange Zeit. 9 Monate. Und wie oft spielst du so in der Woche? Tagtäglich. Tagtäglich. Hast du noch irgendwelche anderen Hobbys? Weil es sieht auch etwas eingekreist aus. Ich habe mir sagen lassen, dass wenn man eingekreist ist, man quasi verloren hat. Eigentlich ist Schwarze ja eingekreist. Und was kommt eigentlich genau im Comic vor? Naja, sie spielen Go. Naja, also man ist von Anfang an dabei, man sieht, wie sich jemand entwickelt, wie er es lernt und dann wie er immer besser wird. Es gibt dann so einen Helden, der dann irgendwie Misserfolge hat und dann gibt es die anderen, die ihn aufbauen und dann ein bisschen Familie und ein bisschen Liebesschmalze wie in allen Mangas. Nee, also Liebe weniger und Misserfolge eigentlich auch nicht wirklich. Ja, aber offiziell in Deutschland nicht. Mit englischen Untertiteln im Internet. Warum bist du hier? Weil ich seelische Unterstützung bin. Sagen schlechte Energien auf ihn auszugeben. Ja, versucht sie. Schafft sie auch. Ich interessiere mich auch für Go. Und ich bin jeden Montag bei einem Koreaner, der heißt Sokpin. Und der unterrichtet mich. Also, wer hat euch letztendlich gewonnen? Ja, also dann doch ich, weil er unaufmerksam war und hat dann einen Fehler gemacht und dann habe ich seine Ecke noch bekommen und dann hat er aufgegeben. Also bei uns ein Hort, da ist ein Go-Spieler, Kali, das ist ein Go-Lehrer, zu uns gekommen und hat uns das beigebracht. Also, dass es ein ganz altes Brettspiel ist, das älteste, und dass man Steine fangen kann. 2 Spiele gewonnen, 2 verloren. Und dann habe ich noch mehr Spiele gemacht und davon habe ich alle Spiele gewonnen und nur 1 verloren. Ich fühle mich sehr gut. Also, obwohl ich eine Partie verloren habe, aber es war auch so, dass ich klar hier doch der Favorit eher war. Und ja, 3 Jahre ungefähr, also 2,5 bis 3 Jahre. Also Verein könnte man das nicht nennen, aber ich spiele regelmäßig. Also ich bin zu so einer Kirche gegangen und da wollte ich eigentlich eher so Tischtennis spielen. Und ja, dann hat mich Kali eben angesprochen, der bringt hier ganz vielen Leuten Go bei. Ja, und dann hat mir das eben so viel Spaß gemacht, dass ich eben weitergespielt habe. Also ein Koreaner ist jetzt hier in Berlin, der ist extrem stark und bei dem nehme ich jetzt auch Unterricht, einmal die Woche. Und sonst spiele ich mit meinen Freunden und ja. Also die aus meiner Schulklasse nicht, aber eben andere. Michael zum Beispiel und ja.